Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Florence. Wir haben es bis Akt 5 in den letzten beiden Folgen geschafft und kommen nun an bei einem für manchen schwierigen, für manchen gar nicht so schlimmen Punkt, nämlich der Routine. Lass uns da mal reinschauen. Ein Jahr später. Routine. Oh. Ich war gut, dass wir beide so zerstört aussehen. Oh. Versuch's trotzdem mal schnell zu lösen. Studiert er jetzt noch? Das habe ich nicht ganz geschnallt, aber scheint so, ne? Mutti, gehen wir natürlich ran. Mach dir um mich keine Sorgen, wir sprechen uns später. Nee, mach dir um mich keine Sorgen. Du musst keinen Freund für mich finden. Mir geht's gut. Nichts, nur Arbeit. Haben wir Mutti also noch gar nicht erzählt, dass wir mit jemandem zusammengezogen sind? Yum, 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 yum. Yum, yum. Auch unser Ding, dass wir die Kruste nie mitessen. Dabei hat Donald Trump doch gesagt, die Kruste ist das Beste. Erosion. Kenne ich eigentlich nur aus Geografie. Oh, ich habe ein bisschen Angst, dass ich weiß, wo das hinführt. Schaut mal, unsere Handfarbe hat sich geändert. Wir spielen das jetzt aus seiner Perspektive, oder? Mir gefällt schon nicht, dass die Farbe sich ändert, dass es von diesem fröhlichen Gelb. Oh je, guckt mal sein Gesicht an. Zu so einem. Ja, grau wird, farblos, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Grafikding ist oder ob er schwitzt dabei, ob er halt Schwierigkeiten hat. Ich hoffe nicht, dass das wieder ein gesundheitliches, wenn wir wieder sie. Auch keine Zeit mehr, um den Sachen nachzugehen, auf die sie Bock hat. Boah, das ist so gut nachzufühlen. Streit. Nichts mehr zu sagen nebeneinander. Oh, ich mag es nicht, dass es rot ist. Muss ich das weitermachen? Können wir nicht einfach aufhören? Jetzt kommen die Spitzen wieder. Im wahrsten Sinne des Wortes. Thank you.
Ich versuche es gleich zu halten. Ja, wir hatten am Ende bei uns das Runterhängende. Ich frage mich, ob man andere Enden erreichen kann, wenn man anders handelt. Wenn man zum Beispiel all seine Sachen wegschmeißt oder sowas. Nicht, dass ich das tun wollen würde. Aber es interessiert mich, ob sie dran gedacht haben, ein anderes Ende dadurch zu formen. Glocke kommt auch gerade wieder. Immer noch Zeit. Bis es Armbrot gibt. Oh nein. Kannst bitte einfach zusammenpassen? Wenn wir es ein bisschen verschieben, geht es ja auch nicht, ne? Auseinanderlebend. Warte mal. Das mit Absicht gerade so fies, ne? Dass die Sachen so wegdriften. Mann, ich will's nicht. Hab's doch geschafft. Oh nein. Waren das auch seine? Ja, na, die waren schon vorher, glaube ich. Guck mal, ich habe teilweise gar nicht die Sachen gemacht, weil ich den Topf weggedonnert hatte. Kapitel 17, Bruchstücke.
No. Funktioniert nicht. Ich habe gedacht, er kommt zurück, wenn ich es rückwärts drehe. Kapitel 18 Loslassen. Ich glaube, ich darf nichts machen. Ich glaube, ich muss ihn aus dem Bild gehen lassen. Kapitel 19 Aufwachen. Pflanze wächst bestimmt auch gleich, oder? Ja. Es ist aber nicht trotzdem so ein bisschen Herzschmerz gewesen, als sie angefangen hat, weil sie seine Palette dafür verwendet hat. Kapitel 20 und weiter geht's. Unsere Tasse, ganz wichtig. Wir nehmen zuerst das mit, was am wichtigsten erscheint. Das geht nicht alles. Monitor-Clown können wir auch nicht. Falls wir nicht alles mitnehmen können. Wow. Das hat mir in der Situation schon wieder voll die Backpfeife gegeben. Aber sie scheint hinweg zu sein.
No. Homeoffice. Das Beste, was man haben kann im Berufsleben. Meiner Meinung nach immer noch. So gucke ich auch aus dem Fenster beim Homeoffice. Ich habe auch die Katze immer unterm Tisch auf meinem Hocker liegen. Passt perfekt. Meine Farben und so habe ich noch nicht ausgepackt. Die sind alle noch irgendwo, aber im Grunde sieht es bei mir genauso aus. Das war's. Okay. Laurence, eine Geschichte von Mountains. Habe ich euch ja am Anfang schon erzählt, dass das die Entwickler waren und Annapurna, die Publisher. Okay, was halten wir von dem Spiel? Ich fand's mal wieder super süß. Eine wunderschöne, kleine, traurige, gute, wie auch immer, Story erzählt. Wie schon gesagt, das hat mich ein bisschen an Behind the Frame erinnert vom Grundsätzlichen, von diesem Liebesgeschichten-Künstler-Ding und sich selber verwirklichen. Ich frage mich, ob es mehrere Enden hat. Ob es auch irgendwie möglich ist, vielleicht die Beziehung zu erhalten, indem man vielleicht bei den Streitigkeiten mehr ausgleicht oder so. Oder... Ich glaube, dass es nicht dran gelegen hat, an der Tatsache, wie viel ich von seinen Gegenständen behalten habe. Obwohl die Streitigkeiten vielleicht schlimmer gewesen wären oder mehr aggressiver von seiner Seite aus, wenn ich, nehmen wir jetzt mal an, ich hätte in Küche und Wohnzimmer und die Schuhe all seinen Scheiß weggeschmissen. Was ich ein bisschen doof fand, war, als wir seine Sachen gepackt haben, dass das nicht so gewesen ist, wie ich es eingerichtet habe, sondern dass es anscheinend die Spielvorgabe gewesen ist, was das Spiel sich gedacht hat, was die Leute machen oder so. Keine Ahnung. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr entschieden hättet. Bei den Schuhen war es eher recht rational, dass ich dachte, okay, welche Sorte von Schuhen haben wir schon stehen? Und dann am Ende, als ein Part so viel war, habe ich gedacht, okay, welches finde ich halt nicht so hübsch. Und bei den Küchensachen war es auch so mehr die Praktikabilität plus so ein bisschen das Kulturgut, sage ich jetzt mal. Wobei ich von ihm gern diese ganzen Gewürzmischungen behalten hätte. Die hätte man ja auch einfach verdammt nochmal auf die Mikrowelle stellen können oder so. Keine Ahnung, die hätte man ja nicht gleich wegtun müssen. Aber die anderen Gerätschaften waren halt super praktisch, beziehungsweise die Dosen braucht man und so weiter. Vielleicht denke ich auch viel zu pragmatisch dafür. Keine Ahnung. Aber als es darum ging, das Wohnzimmer zum Beispiel einzurichten, da waren es ja sehr viele emotionale Gegenstände, wie die Bilder der Familie, sein Hobby mit Musik und dem Plattenspieler, beziehungsweise auch das Skateboarden und das, oh, wie heißt denn dieses Spiel? Ah, ihr habt es ja gesehen, das mit dem Paddel und dem Ball. Ich habe leider jetzt komplett vergessen, wie dieses Spiel heißt. Aber es ist ja recht typisch für die indische Kultur, dass sie dieses Spiel spielen, dessen Namen ich vergessen habe. Aber da wir in den Bildern zuvor bei seinen Hobbys halt das Skateboard so dominant hatten, habe ich eher das Paddel weggetan und das Skateboard behalten, weil ich dachte, okay, ist ihm irgendwie wichtiger, weil wir das zusammen machen können und zusammen unterwegs sein können oder so. Familienfoto genauso wichtig wie mein Familienfoto, genauso wie mein Teddy, der in der im Regal stand, ist genauso wichtig wie eins seiner Spielgegenstände. So habe ich das halt aufgewogen, für mich emotional, was den Wert angeht. Genau, ihr könnt ja gerne sagen, ob ihr mir da übereinstimmt, ob ihr andere Sachen weggetan hättet oder andere behalten hättet. Interessiert mich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt hier mache, kommen wir wieder ins Hauptmenü, denke ich. Schauen mal kurz. Nicht, dass es irgend noch ein zusätzliches... Ah, die Galerie. Danke fürs Spielen, kein Ding.
Okay, das sind vielleicht, oder ich nehme an, erste Konzeptzeichnungen zu den ganzen... Oh, sollten wir es am Anfang gelöschte Szene aus seiner Perspektive quasi sehen? Warte mal, wir gehen mal von hier oben. Nicht verwendete Grafik. Anfängliche Charakterkonzeptgrafik. Wäre auch süß gewesen. Erste Konzeptgrafik des Kapitels Erste Dates. Ah, dann wäre das hier so durchgelaufen. Storyboard, erste Version des Kapitels Erste Dates. Ah, hier haben sie schon die Charaktere, die es am Schluss gewesen sind. Werbegrafik zum chinesischen Neujahrstag. Test des anfänglichen Grafikstils. Finde ich auch sehr süß, besonders als kleines Mädchen finde ich super niedlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie es hier rausnehmen. Hier macht es den Eindruck, finde ich persönlich, als hätte er abgeschlossen und sie versucht es noch zu halten, zu klammern. Und die Story wollte es eher darauf hin oder zu dem Schluss bringen, dass beide sich auseinanderleben und nicht, dass einer noch hält und der andere nicht. Natürlich sind beide traurig, denke ich zumindest, wo man nur sie traurig gesehen hat. Sein Leben hat man ja gar nicht weiterverfolgt, stimmt schon, ne? Oh, das ist auch gut dargestellt mit dieser elendlangen Couch. Die ist süß. Ich mag ihren Stil, auch diesen Schichtklamottenstil und so. Haben sie echt niedlich gemacht. Oh, das wäre auch süß gewesen für die Kindheitsbastelszene. Die hat man ja schon. Loslassen. Ah, okay, ich verstehe, dass er hier... Das fand ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie das noch zeigen werden. Was hier im Spiegel? Wie wir hier Zeitung lesen oder so und wie wir hier malen. So eine ähnliche Grafik haben sie ja dann im Endeffekt verwendet, als sie in den Spiegel schaut, ihr wisst schon. Ah, hier sollten wir ihn so treffen und nicht einfach so auf dem Markt. Oh, das wäre süß gewesen, weil sie hier so schüchtern und das Ganze wirkt, ne? Ich finde es auch gut, wie sie mit dem Farbenspiel hier, dass er halt die ganze Zeit ja diese gelbe markante Sache hat und sie, wie sie hier in ihrem Fenster hockt, nur an das Gelbe denken kann quasi, weil alles hinter ihr gelb ist, weißt du? Mit so wenig Elementen so viel herausholen, finde ich immer sehr beeindruckend, weil es halt universalsprachlich auch ist. Jeder versteht es, egal welche Sprache man hat. Ah, okay, hier haben sie es unterschieden in seine Schuhe, ihre Schuhe mäßig. Aber hier passen auch alle Schuhe hin. Madame nochmal. Rich? Ach, die. Das Waschbecken im Badezimmer. Schuhe. Messi. Ja, das war auch süß. Wo sie zur Musik so schwebt. Oh, okay. Sehr ähnlich zu dem, wo wir ihn dann aus dem Bild quasi rausgeschnitten haben. Ist auch ein süßer Grafikstil. Aber mir gefällt wirklich am besten das, wie es am Ende rausgekommen ist. Und da sind wir auch wieder am Anfang beim Spiel. Also grafisch super niedlich, kann ich gar nichts dagegen sagen. Hat mir super gefallen und ich habe ja auch gerade schon gesagt, wie toll das Ganze farblich und grafisch rübergekommen ist, was an Emotionen und dem Ganzen rüberkommen sollte. Denn niemand hat gesprochen. Wir haben nur Bilder gesehen. Also ich habe gesprochen. Aber wir haben nur Bilder gesehen und Musik entsprechend gehört. Und es war trotzdem so emotional und hat mitgenommen. Besonders an der Trennungsstelle, als man halt gemerkt hat, worauf es hinausläuft, dass es langsam sich so auseinanderlebt. Man hat es halt richtig mitgefühlt, diesen Schmerz. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich selber sowas, oder so gut wie jeder von uns Zuschauern, glaube ich, sowas schon mal mitmachen musste und es hittet nochmal hart. Auch wenn das Ganze schon ewig her ist und so, erinnert man sich doch zurück, wie es da getan hat, wie sehr man am Boden war, wie sehr man sich allein gefühlt hat, wie sehr man auch gar nicht loslassen wollte am Anfang, wo wir jetzt beim Kapitel Loslassen zum Beispiel waren. Und ja, wie sehr man eigentlich dachte, es ist zu Ende an der Stelle. Also nicht das Spiel, sondern das eigene Leben, so krass das jetzt auch klingen mag.
Aber jeder, der schon mal in der Situation gewesen ist, der weiß, wie hart das Ganze dann einem ins Gesicht backpfeift. Liebe Leute, falls ihr gerade in so einer Phase drin seid, haltet durch und versucht so stark zu sein, wie ihr könnt. Und wenn ihr nicht stark sein könnt, dann lasst es einfach raus. Lasst einfach alle Tränen am besten raus. Niemand hat was davon, erst recht nicht ihr selbst, wenn ihr das Ganze verdrängt oder sonstiges. Ich weiß, in der Situation, wenn man sich gerade so fühlt, kann man sich nie vorstellen, dass es besser wird. Auch wenn man es vielleicht sogar schon mal erlebt hat, dass es danach besser geworden ist. Man denkt dann, in der Situation, in der ich gerade bin, wird es aber nicht mehr besser. Das ist das letzte Mal und jetzt ist vorbei. Zeit heilt auch keine Wunden, das finde ich ist auch ein dämlicher Spruch. Aber man sollte tatsächlich durchstehen und warten. Und manchmal dauert es furchtbar lang. Glaub mir, meine längste Phase, die ich hatte, hat über 2 Jahre gedauert. Und ich war wirklich so weit, dass ich dachte, das hört niemals auf. Da sind aber auch, geh jetzt nicht drauf ein, keine Sorge. Da sind aber auch sehr, sehr tiefgreifende Sachen passiert an vielen Stellen, an denen ich sehr lang zu knabbern hatte. Vielleicht hat es auch deswegen extra lang gedauert. Ich weiß es nicht. Wir haben ja ein kleines Happy End, wenn es auch nicht in der Liebe geendet hat. Hat es in einem glücklichen Berufsleben und Erfolg für Florence geendet. Und irgendwann, wer weiß, wer dann wieder kommen wird. Und ihre künstlerisch bessere Hälfte bilden wird. Das klang so, als wäre sie eine schlechte Künstlerin. Das meinte ich nicht so. Ich sollte aufhören zu reden, liebe Leute. Wir sollten dieses Let's Play beenden. Es war süß, es war schön. Ich habe keine Ahnung leider mehr, wie teuer es war, weil ich es mir vor einer ganzen Weile zugelegt habe. Deswegen kann ich gerade nicht ganz was über das Preis-Leistungs-Verhältnis sagen. Aber ich nehme an, dass es vom Kostenpunkt her zur günstigeren Sorte gehört, weil es einfach auch ein sehr gutes Spiel ist. Ich habe euch ja schon am Anfang gesagt, dass die anderen Leute 30 bis 60 Minuten gebraucht haben. Wir brauchen jetzt gerade ein bisschen mehr als 60 Minuten, weil ich ja wieder so lange fasel, eine lange Einleitung hatte, eine lange Ausleitung, eine lange Leitung sowieso. Und die anderen, denke ich mal, ich habe ja keine anderen Let's Plays gesehen, werden nicht so viel kommentiert haben, sondern viel mehr am Durchklicken gewesen sein, vielleicht nur vorgelesen haben, was passiert ist, deswegen sind sie so relativ schnell gewesen. Oder es ist tatsächlich so, dass man mehrere Wege begehen kann und die anderen haben durch bestimmte Aktionen viel kürzere Wege freigeschalten. Kann natürlich auch sein. Vielleicht kommt man auch ganz um das Liebesding hier drumrum und kann gleich straight zur künstlerischen Instagram-Karriere werden, wenn man irgendwie außenrum geht um die Liebe. Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Grund für euch das Spiel zuzulegen und zu gucken, ob ihr es anders spielen könnt. Lasst es mich gern wissen. Lasst mich auch gern wissen, was ihr weggetan hättet, was ihr in die Regale geräumt hättet, wo ihr anders reagiert hättet. Ob ihr auch schon mal so empfunden habt oder noch nie in eurem ganzen Leben, haut es mir gern alles in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Let's Play wieder. Gehabt euch wohl, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss.